So, also, ich bin hier in meiner Bedchat unterwegs und habe zwei Leute in-game kennengelernt, die mich begleiten. Und ja, ich gebe dem E100 eine Anweisung, dass er eventuell gleich Richtung Stadt fährt, aber jetzt noch nicht, denn der Gegner hat noch zu viele starke TDs. Den müssen wir erstmal aus dem Weg räumen. Da kommt ein FV. Ich mache schon mal ein bisschen Spot Damage ordentlich. Objekt 263 ist auch dort. Der FV, der bereut es, dass er in die Mitte geyolot ist. FVTD. Weil er schön ordentlich kassiert von den ganzen Leuten da hinten. Die stehen alle parat. Ich spotte, die schießen. Geile Scheiße, Mann. Ja, ein Konkra GC. Du arme Sau. Es ist keiner da. Ich weiß. Du hast recht. So, FV rausgenommen. Danke. Schön safe stellen. So. Da kann ich nicht wirken. Scout ist auch raus. Sehr schön. Oh, die sind bei uns in der Base hier. Centurion ist da. Und ein AMX ist da. Ich rufe T-62er hier vorne zur Hilfe. Wir müssen zurück. Problem nur, die GC-Arti steht irgendwo da und schießt hier rein, die Gegner-Arti. Das heißt, wir können auch nicht hier ewig rumstehen. Das heißt, wir müssen aktiv werden. Aktiv bumsen ist immer besser als passiv gebumst werden. So wird auch meine Überschrift, um das Ganze auch mal ein bisschen lustiger zu gestalten. Voll eingeaimt, alles grün. Ich treffe nur Steine, alles klar. Da kann ich auch nicht wirken. Gut. Ich sag dem T2er hier, die Arte schlägt hier ein, also wir können hier nicht ewig rumstehen, also müssen wir los. In wenigen Sekunden gebe ich im TS, im T62er Anweisung. So, jetzt. Ich fahr los. Er fährt natürlich zu früh los. Muss halt darauf Acht geben, dass wir gleichzeitig da vorne ankommen. Er fährt natürlich ein bisschen zu früh los. Leider. Arti hat den verpasst. Ich fall. Mein Auto-Aim löst sich jedes Mal. Ey, ich weiß nicht, wovon das kommt. Alles klar. Ich gehe in Reload. T62 kümmert sich um AMX. Ich muss hier weg, weil die Conqueror-Arti, die kann mich one-shotten. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich versuche nämlich hier zu spotten, aber es kommt nichts. Ich fahre aber nicht durch, weil ich nicht weiß, wie viele TDs dort sind. Ich sehe, okay, die Stadt ist am Fallen. Ich spule mal vor. Sehe da ein T110 E3. Ich guck, ob ich hier wirken kann. Ruf den da vorne zurück. Denk mir gut, die pushen uns jetzt gleich weg. Die Conqueror-Arti und der T92er, die zerschießen uns. Also gebe ich T62er eine Anweisung, er soll bitte mitkommen. E100 von uns im Platoon ist leider tot, weil er musste die Stadt halten gegen die ganzen TDs. Siehe da, wir haben einen T110 E3 gefunden. Verloren.
Ich stell mich hier mal hinter die Häuser, safe. Unser T-62er wurde leider rausgenommen. Ja, das hat die Situation jetzt erfordert, dass wir hier aktiv werden, ne? Weil wer würden wir da ewig rumstehen? Du siehst ja, wie die da alles am Wegfetzen sind. Ich bin in wenigen Sekunden nachgeladen. Ah, AMX 50-120. Der ist am Nachladen. Der wollte mich auch rammen, aber das konnte ich natürlich nicht zulassen. Ich spule mal ein bisschen vor. Siehe, was ich hier gefunden habe. Die Konkra-Arti. Bin aber noch nicht nachgeladen, also muss ich gucken, dass ich hier ein bisschen Land gewinne. Die kann mich auch fast schon tot splashen, ja. Die hat so einen richtig starken Splash. Wenn ich jetzt komisch rausfahre, dann heißt das gute Nacht. Und warum soll ich einer Konkra-Arti hier meine HPs schenken? Die ist relativ ungefährlich da, wo die ist. Hier taucht gleich ein Bulldog auf. Gib mal Ruhe hier. Nervige Nervensäge. So, ich weiß jetzt nicht, wohin gegnerische IS-7 hinfährt. Ey, die verkacken das noch. Ja gut, Waffenträger auf PZ haben die rausgenommen. Ich denke mir, komm, ey, lass mal die Arti hier stehen, weil die kann mir eh nichts. Bevor sie mich hier wegschießt oder so, fahre ich mal weg und gehe in gegnerische Cap, weil ich weiß ja nicht, vielleicht kommt IS-7 von denen zurück. Und gemeinsam können die mich dann rausnehmen. Und die Konkra-Arti bleibt als letztes übrig und die wird Selbstmord machen. Ja, die hat Selbstmord gemacht. Ja, so spielt man dieses Spiel. Spiele so gut, dass der Gegner Selbstmord macht. Mein Fazit. Alle Links sind in der Beschreibung. Abonniert hier meinen Kanal, abonniert meinen Hauptkanal, Akko the Persian Killer. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.